Weil seht, am Ende des Jahres müssen wir uns auch um Dinge kümmern, die in Österreich, sagen wir, nicht immer ganz gelingen. Beispiel der Fußballsport. Der Fußballer Stefan Meyerhofer. Und wer kommt da? Das ist Fußball für Österreich! Stefan Meyerhofer, wie er lebt und lebt. Ganz wichtiger Typ. Helmut van der Vorle, der Zeugwart, so langjähriger Zeugwart. Eigenes Kribbeln, und wenn er das Kribbeln verspürt, dann treffe ich. In jedem Fall Elfmeter für Österreich. Stefan Meyerhofer tritt an. Sein 17. Länderspiel, wird es sein zweiter Treffer. Meyerhofer trifft nicht. Er kann mehr wie wir. Wo siehst du deine Stärken? Was wir vorher schon angesprochen haben, natürlich bin ich mit meiner Größe dementsprechend präsent, kann, glaube ich, im Strafraum auch dementsprechend für Aggressivität sorgen, bin aber natürlich dann auch nicht so schade, dass ich hinten aushelfe bei Standardsituationen, dass ich dann einfach auch diese Wege mache. Und natürlich kann ich, glaube ich, auch die Bälle gut weiterleiten, verteilen. Ja, bei mir einfach meine Statur, meine Körpergröße, die Art und Weise, wie ich, glaube ich, einfach Fußball spiele. Natürlich auch dann die langen Bälle, die auf mich immer wieder geschlagen werden, dass ich die mit dem Kopf verlängere. Wie ist es als Stürmer? Spielt er die Atmosphäre in so einem Stadion, wenn ein ganzes Stadion gegen eine Mannschaft, die so einen Wirbel macht, spielt das eine Rolle, wenn man allein vom Tor steht? Nein, mir macht sowas geil, wenn die ganzen Gegner gegen dich sind. Ja, und ich bin auch einfach einer, der sich für nichts so schade ist. Ich mache auch gerne diese Totenmeter. Bitter für Hünemeyer. Die Flanke kommt von Schahan. Der will klären und köpft dann Meyerhofer an. Von dort prallt der Ball ins Tor. Ja, aber eben, wenn wir den Blick in die Zukunft wagen, diese Champions League, das will man ja unbedingt irgendwann erreichen hier in Salzburg. Das Ziel von dem Verein, von jedem einzelnen Spieler, dass wir international auf höchstem Niveau spielen, wenn es darum geht, in der Quali, dass wir dann auch hoffentlich das nötige Glück auf unserer Seite haben und in die Champions League einziehen. Und Janča ist ein Tick schneller. Schubert, Meyerhofer! Meine Güte! Was verstolpert denn der da? Ja, vielleicht schaut es bei mir hin und wieder ein bisschen eigen aus, wenn ich vielleicht mal einen Ball verstolper oder so, ja, wie bei einem Spieler mit 1,60. Ne? Ist natürlich bei einer Körpergröße von 2,2 Meter, schaut das natürlich dann anders aus, was die Koordination betrifft. Ne? Aber, ja. Ja, kurze Kontrolle, ein Blick auf den Rasen, der war es nicht. Sogar ein echter Maulwurfhügel wäre hier keine Ausrede gewesen. Und wer kommt da? But tonight we dine in hell! Fühlen tue ich mich geschmeidig, gut. Und dieses Tor muss er machen. Aus 6-7 Meter. Der zweite Versuch geht sich nicht aus. Zuerst die tolle Parade von Schubert. Die landet aber genau vor den Beinen von Meyerhofer. Und zum Glück für Düdelingen nur vor den Beinen. Nicht vor dem Kopf von Meyerhofer. Eieiei. Ich glaube, dass ich Woche für Woche auch dann am Spielfeld meine Leistung bringe. Und wer kommt da? Es ist Sparta! Ja, und auch Stefan Meyerhofer ist schon bei uns. Herzlichen Glückwunsch. Ein Triple-Erfolg für Sie. Meister, Cupsieger und Torschützenkönig. Die schönste... Und Topscorer. Vier und, Sachen. Ja, Torschützenkönig. Na, Topscorer auch noch. Was ist Topscorer? Ja, die meisten Tore und Vorlagen. Ach so, und die Assists. Okay, Entschuldigung, hätte ich ihn schon fast unterschlagen. Quadrofoni. Ja, Viele Leute sagen, ich kann nicht Fußball spielen. Mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen.